Moin Leute, das Jahr des Star Wars für VR ist ja angebrochen offensichtlich. Ne? Ihr schaut mal auf von VR, ich bin Mo Tensen und nach Vader Immortal und der Ankündigung von Star Wars Squadrons gibt es noch einen Titel, der vielleicht so ein bisschen außen vor gelassen wurde, nämlich Tales from the Galaxy Edge. Alle Infos, die ich zu diesem Spiel einsammeln konnte, gibt es in diesem Video. Viel Spaß dabei. In Florida gibt es ja eine Disney-Attraktion, Star Wars The Galaxy Edge. Ziemlich großes Area, ja, mit allem Schnickschnack. Der Millennium Falke steht da rum und man kann so eine Rides erleben, etc. Richtig krasser Scheiß. Und so ein bisschen wird sich das Team für das Spiel an dem orientieren. Es ist aber keine reine Kopie der Attraktionen dort oder so. Ja, es soll ein richtiges Spiel werden. Auch weniger filmische Experience und mehr Spiel als zum Beispiel Vader Immortal, was wirklich beeindruckend war, aber nicht sehr, sehr, sehr viel klassisches Gameplay beinhaltete. Ja, da gab es zwar diese Dojos, wo man auch wirklich zu tun hatte, aber während der eigentlichen Handlung beschränkte sich das auf so Knöpfchen drücken und hin und wieder gegen Druiden die Macht einsetzen oder Laserschwerter. Das soll sich bei dem neuen Titel ein bisschen verbessern. Und warum das vielleicht für uns alle interessant ist und nicht nur für die Quest-Benutzer, ist die Tatsache, dass Vader Immortal, nachdem es ein Jahr Oculus exklusiv war, jetzt für die PlayStation VR rauskommt. Und dasselbe Team bei ILM X-Lab macht jetzt dieses Spiel. Es wäre also ein bisschen eigentümlich, wenn nicht auch das dann später für andere Plattformen portiert werden würde. Und da können wir uns schon drauf freuen. Spätestens nachdem dieses Jahr nach Star Wars Squadrons rauskommt, ich bin echt so hyped gerade von dem ganzen Kram. Das ist echt schön, weil das große Marken sind. Und das kann natürlich VR auch wie verrückt gebrauchen. Ne? Je mehr Leute VR benutzen, desto besser für uns natürlich. Denn dann lohnt es sich bei einer großen Userbase für die großen Entwickler auch mal krasse Titel zu machen. Es geht langsam, langsam los, habe ich das Gefühl. Aber da ist noch ein weiter Weg zu erledigen. Kommen wir zum Spiel. Die ganze Handlung ist nach Star Wars The Last Jedi, also den letzten Jedi, angesiedelt. Ihr seid ein Techniker, ein Droidentechniker auf einem Frachter. Der wird natürlich von Raumpiraten überfallen und ihr landet auf dem Planeten Batu. Den gab es auch schon in einigen Sequenzen in Star Wars Filmen zu sehen. Ja? Ihr kriegt dann Ärger mit der Gouvian Death Gang. Die hatte auch schon Auftritt in einem Erwachen der Macht. Und die Antagonistin, also der Hauptbösewicht, wird dann die Tara Rashin. Das ist eine Anführerin einer kleinen Splittergruppe der Raumpiraten-Gang. Und die wird euch eigentlich auf den Keks gehen. Soweit ich das rausgefunden habe, erforscht ihr auch tatsächlich den Planeten so ein bisschen. Ja, ihr könnt auf Batu rummachen. Ein Kernpunkt ist aber eine klassische Star Wars Kneipe. In dieser Kneipe begegnet ihr ein sechsäugiger Barkeeper namens Cecil Slack. Und der wiederum ist sozusagen der Hub, der euch dann durch seine Geschichten, die er erzählt, in verschiedene Gegenden der Galaxis bringt und dort Abenteuer erleben lässt. Ja, ihr werdet dabei auch sehr, sehr viele der klassischen Star Wars Charakter treffen. Hört sich alles sehr, sehr gut an, finde ich. Es gibt auch so kleine, lustige Minispielchen. Ja, ihr werdet Space Darts spielen, endlich, und die Wildnis von Batu erforschen, wo ihr dann mit Porks interagieren könnt, was auch immer das sein soll. Die Entwickler betonen auch extra, dass es verschiedene Schwierigkeitsgrade geben wird und man wird sterben können. Ja? Ja? Wie beim richtigen Computerspiel. Respawn, weiter geht's. Der Witz an der Geschichte ist, Star Wars The Edge of the Galaxy für die Quest soll eigentlich mehr oder weniger fertig sein. Ja? Ich persönlich vermute tatsächlich, und da nehmt mich mal beim Wort, am 15. September ist ja eine Oculus-Veranstaltung und ich habe das Gefühl, dort werden sie diesen Titel dann ankündigen und es würde mich nicht wundern, wenn der dann auch sofort zur Verfügung steht. Auf jeden Fall macht das eigentlich Sinn, wenn das Spiel sowieso fertig ist. Eigentümlicherweise haben sie diesmal keine Rift-Version angekündigt. Ja? Zugegeben machte Vader Immortal auf der Quest auch eine so gute Figur, dass die ein bisschen besser aussehende Rift-Version jetzt kein großer Quantensprung war. Aber es ist schon eigentümlich, dass sie das nicht offiziell angesagt haben. Werden wir aber sehen, ob das denn wirklich so ist. Ja? Auf jeden Fall soll es noch im Jahr 2020 rauskommen. Falls es im September nur angekündigt wird, können wir, bevor wir uns in die X-Wings und Star Wars Squadrons setzen, wahrscheinlich noch ein bisschen mit Lichtschwertern rumfuchteln und Spaß haben.
Über die konkrete Länge haben sie leider noch nichts gesagt, aber das sind auch schon mal ein paar Infos und Star Wars The Edge of the Galaxy, auf die man sich wirklich freuen kann. Wie gesagt, meine Vermutung ist, dass wir vielleicht wieder ein Jährchen warten müssen, bis die Zeitexklusivität dann kippt und dann können wir es auch auf vielleicht sogar schon der PlayStation VR 2 spielen. Wow, man weiß es nicht. Was vielleicht technisch ganz interessant ist. Vader Immortal war ja alles im Computer gebaut, ja, da gab es keine haptische Vorlage für. Für dieses Spiel wiederum hat das Team die komplette Location von dieser Disney-Attraktion gescannt und dann noch erweitert und nachbearbeitet. Ja, es ist also quasi Fotogrammetrie, die sie benutzt haben, was normalerweise immer zu sehr, sehr interessanten und grafisch imposanten Ergebnissen führt. Also ich lasse mich mal überraschen, ob das jetzt deutlich besser aussieht als das Vader Immortal. Das ist auf jeden Fall interessant. Ich hoffe, wir werden auch wieder Laserschwerter und die Macht spüren und mit Blastern schießen und richtig Spaß haben. Macht's gut, bis dann, das war's von mir. Mutensen, schreibt mir runter, ob ihr Bock auf das Spiel habt und ob ihr vielleicht auch denkt, dass es noch für andere Plattformen released wird. Das war's von mir. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Falls euch dieses Video gefallen hat, dürft ihr selbstverständlich ein Däumchen geben, da bin ich dankbar für. Und abonniert den Kanal, erzählt euren Freunden ruhig, dass es hier manchmal ganz interessante Informationen gibt und sie das auch machen können. Bis dann, bye bye.